Zeichnen Sie vor. Zeichnen Sie den Graph von f von x ist gleich 1 durch x für minus 2 ist kleiner gleich x ist kleiner gleich 2. Was fällt Ihnen auf? Beschreiben Sie den Verlauf des Graphen in einer Nähe von x ist gleich 0. An einer Polstelle hat f von x den Funktionswert. So, und welchen Funktionswert haben wir hier an der Polstelle? Sie dürfen reinrufen, ja? Sonst muss ich selber machen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, genau. Also das heißt bald an der Stelle 0. Wir wissen es nicht, aber vermutlich entweder plus unendlich, nämlich wenn wir von hier kommen, oder minus unendlich, wenn wir von hier kommen. Also das heißt, das gilt auch nicht als Funktionswert schon, weil wir hier, erstens ist unendlich keine Zahl und zweitens hätten wir hier zwei Werte, denen wir hier zuordnen müssen. Das heißt, wir stellen fest, an einer Polstelle haben wir den Wert plus unendlich oder minus unendlich. Und wir sehen, hier hätten wir theoretisch sogar beide. Also man würde das dann so formulieren, aber bitte mit Rot, auch wenn Sie das Rot vielleicht nicht sehen. Also das hier ist Rot, ja. Das heißt, es gilt eben 1 durch 0 plus. Plus heißt, Sie kommen von links her. Also deswegen schreibe ich, manchmal schreibe ich auch plus 0. Man schreibt das, das ist aber eine legale Notation mit dem 0 plus. Ist plus unendlich und 1 durch 0 minus ist minus unendlich. Also wenn ich von negativen Bereich komme, gehe ich gegen minus unendlich.